Und damit herzlich willkommen zurück an der Front in Just Cause 4. Ich weiß, wir müssen da nicht unbedingt hin, aber ich würde gerne mal zu diesem Leuchtturm. Ich finde es halt echt schade. Da ist eine Mission, die sollte man vielleicht auch machen. Oder können wir machen. Ob wir die nochmal bekommen, weiß ich nicht. Gut, scheint sich erledigt zu haben. Gut. Boah, voll schön, ne? Hier könntest du schön planschen. So. Und dann schauen wir uns mal hier um. Ich würde mir so ein bisschen mehr wünschen, wie gesagt, diese Ausgrabungsstätte finden in Teil 3 und so, fand ich richtig cool. Oder die Tonbänder von Diravello. Warte mal. Heya! Genau. Sehr schön, neue Truppen. So, jetzt kommen wir zurück. Sorry, es bringt halt Punkte und vor allen Dingen eine Menge Spaß. So, und dann geht's hier hin, die Straße. Dann gucken wir mal. Wie gesagt, das waren ganz schön, die Diravello-Bänder und so. Das war sehr liebevoll gestaltet. Bestätigt. Das war knapp. Sichtkontakt wiederherstellen. Okay, ich glaube, hier ist nichts. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Wo ist jetzt diese tolle Dingswaffe? Ich hatte doch so eine richtig tolle Waffe. Okay, das Blut ist schon weg. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir wollten hier weitermachen, das weiß ich. Ich weiß. Truppen erhalten. Ja, sehr schön. Können wir aber noch nicht machen. Und dafür müssen wir diesen Hafen hier einnehmen. Und das machen wir jetzt mal. Wobei, wir können vielleicht eine Wingsuit-Aufgabe mal so nebenbei die ein oder andere kleine Aufgabe machen. Nichts Wildes, ganz klar, aber so ein bisschen was. So, wir sind Level 8. Truppen sind bereit. Cool, Alter. Ich wünschte, das würde in Wirklichkeit so gehen und du kannst damit fliegen, ey. Wow, das wäre so cool. Zieht sich mit so einem Haken hoch und so. Und auch der Tunnel ist voll cool gemacht da. Und ich wünschte, ich würde hier wohnen, ohne Krieg. Das wäre auch ganz cool. So. Ups. Hallo. Alle hopp. Oh, neue persönliche Bestzeit. Sehr schön. Okay. Hallo, ich wollte nur mal anklopfen. Ja, versuchen wir nochmal neu. Ist ja kein Problem. Da sind wir weit weg von der Bestleistung. So, dann versuchen wir es aber Neues. Jetzt wissen wir ja, auf was wir achten müssen. Einmal hier rum. Darum. Und hier rum. Oh nein. Hast du in die Kamera gezwinkert? Na klar. Du frecher Bengel. Persönliche Bestleistung. Sehr gut. Rico Rodriguez, Anführer der berüchtigten Armee des Chaos. Wer spricht da? Deine Armee sitzt in der Patsche. Was soll das heißen?
Ich schick dir Koordinaten. Bis dann. So, wir haben hier noch was. Das nehmen wir natürlich auch mit. Komm her. Wenn, dann machen wir es gleich mal richtig. Kein Fahrzeug. Woher weiß ich, was so ein Pisa irgendetwas ist? Prisa irgendwas. Ist das so ein Prisa? Nein. Wo sehe ich die Fahrzeugmarke? Entschuldigung. Na komm, ich helfe ihr doch. Muss mir mal die Beine vertreten. Oh, da geht's nicht so gut. Hängen wir sie mal zum Trocknen auf. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Stimmt. Alter. Hä, wie komme ich mit dem Fahrzeug hier rauf? Ah, ich könnte theoretisch gesehen natürlich, ich verstehe. Wir haben ja die... Cool. Wir haben ja die Möglichkeit, diese Steuergeschichten zu machen. Also diese Ballonsteuergeschichten. Gut, dann brauchen wir das Fahrzeug jetzt nicht. Das ist mir zu müßig. Dann machen wir das. Puerto Espada steht unter dem Schutz von Coronel Munoz. Unseren Informationen zufolge will er den Hafen in die Luft jagen und die Schuld der Armee des Chaos in die Schuhe schieben. Das werde ich verhindern. Ich melde mich, wenn ich da bin. Ja, wir sehen es ja schon. Ist nicht so weit. Ich mache was. Ich habe eine Idee. So, und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Falsche. So. Halt, einmal zurück. Dum, da, dum, dum, dum. Okay, warum kann man die nicht laden? Boah, das große Flugzeug können wir sogar rufen. Ich würde gerne diesen Kampfjet haben, aber er lädt irgendwie die Symbole nicht. Was ist denn hier auf einmal los? Aufkläre. Der sieht gut aus, komm her. Aus irgendwelchen Gründen... Versorgungsauftrag bestätigt. Achtung da unten. So. Dann mal los. Geh mal weg, Mann. Komm, dann Pech. Sehr gut. Dass das Fahrwerk was einfährt, nicht irritieren lassen. Ich bin bei Puerto Espada. Wir müssen erst mal auseinander. Beim Hafenbecken ist eine Konsole. Izzy kann die Aufzeichnung der Schwarzen Hand scannen und so rausfinden, wo die Bomben sind. Dann bist du dran. Du musst sie schnell ins Wasser schaffen. Sehr gut. Guck mal, die schießen Raketen. Wir nähern uns dem Kontaktpunkt.
So, ich wünschte, die Steuerung wäre ein bisschen einfacher. Sargento, ich bin zurück in Puerto Espada. Pass auf, beim Hafenbecken ist eine Konsole. Izzy kann die Aufzeichnung der Schwarzen Hand scannen und so rausfinden, wo die Bomben sind. Dann bist du dran. Du musst sie schnell ins Wasser schaffen. Boden-Luft-Raketensystem ist online. So, da kommt wieder eine Rakete. Aber die kann nicht so weit fliegen. Wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen bescheiden. So, da ist noch was Großes. Alter, willst du mich veräppeln? Feindlicher Flieger entdeckt. Waffen bereit machen. Oh, wir haben auch keine Raketen mehr. Komm her, dann. Here we go! Luftunterstützung ist unterwegs. Ach, müsst ihr nicht dem Flugzeug hinterher fliegen? Ah, okay. Habe ich mir mehr erhofft, ehrlich gesagt. Helikopter im Anflug, begebe mich zum Einsatzgebiet. Pardon. So, dann räumen wir doch mal auf. Bitte, was machst du? So, hier können wir da erstmal wieder normal Action machen. Sehr gut, das läuft doch. Ich fühle mich ein bisschen unwillkommen. Genau, voll hinten in die Base rein. Na, das müsste jetzt aber auch mal explodieren, ne? Alter, das Öl fast da. Wahnsinn. So, ich würde mal sagen, Bauarbeiten dulden wir nicht. Du kommst dahin. So. Sehr gut. Wir haben die Base schon gut auseinandergenommen. Ich finde es auch cool, dass hier Bauplätze sind, ehrlich gesagt. Finde ich wirklich cool. Hier gibt es nicht mehr ganz so viel zu zerstören. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände so gesichtet. Mist. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Wir sind ja schon hier an. Haben wir neue Muni. Alles gut, keine Sorge. Man muss nicht so oft sterben. Nur es bringt immer neue Muni. Das Spiel ist ein bisschen knapp mit Muni. Und von dem her ist das dann gar nicht so verkehrt. Hört sich doof an, aber das Spiel will so. Das war übel. Da ist ein Lastenschiff. Der eine da noch explodiert, ich weiß es nicht. Jetzt ja. Pardon. Oh, da ist noch was. An alle Einheiten, Position halten.
gut. Hat sich auch erledigt. Wurde hier mit Raketen auf mich geschossen? Okay. Das ist zu gut. Ich brauch das Ding. Den haben wir schon. So, der ist weg. Weiter geht's. Eine Schüssel da hinten. So gehofft. So, da haben wir noch was. Bestätigt. Feind jetzt in einem Heli. So, was könnte man hier noch auseinandernehmen? So, wir fliegen die Base natürlich mal ab. Ja, so ein Heli ist ein Segen. Wir fliegen hier nochmal die Base ab. So, da fängt sie an.